Das pünktliche Halten an der richtigen Stelle in Stationen ist von größter Bedeutung, damit alles glatt läuft. Wir wollen einen Class 166 Dienstzug in Twyford zum Halten bringen. Bringen Sie zuerst den Zug in Fahrt. Setzen Sie den Richtungswender auf Vorwärts und geben Sie etwas Leistung mit dem Kombihebel Leistung Bremse, um das Hauptgleis zu verlassen. Soweit gute Arbeit. Sobald wir 50 Meilen pro Stunde erreichen, können wir damit beginnen, auszurollen und schließlich den Zug zum Halten zu bringen. Da wir jetzt flott unterwegs sind, können Sie den Kombihebel nun auf Leerlauf stellen und ausrollen. Wir zielen darauf, genau beim 3K-Schild in Twyford zu stoppen. Bremsen Sie ein wenig und gleiten Sie mit einem sanften Bremsweg bis zum Stillstand an der richtigen Stelle.
Die Fahrgäste sind bereit einzusteigen. Geben Sie die linken Türen mit dem Schalter auf der linken Seite des Pults frei. Warten Sie, bis die Passagiere zugestiegen sind und schließen Sie dann die Türen. Um die rechten Türen freizugeben, gibt es einen Schalter auf der rechten Seite des Pults. Diesen brauchen Sie jedoch jetzt nicht. Das war großartig. Das korrekte Einschätzen des Fahrers spielt eine wichtige Rolle für einen sauberen Stopp in Stationen. Aber das lernen Sie mit etwas Übung auch von alleine.